Hallo und herzlich willkommen im Wald und jetzt möchte ich mal die langen Version drehen zum Thema Begegnungen mit Wölfen. Was macht man da? Wie verhält man sich da? Was gibt's denn da? Und wie kann man das möglicherweise sogar herbeiführen? Beziehungsweise wo möchte man vielleicht nicht so gerne mit dem Wolf Bekanntschaft machen? Und so weiter und so weiter. Thema Wolf ist ja wie immer wahnsinnig polarisierend und es gibt relativ wenig Menschen der Kategorie, ja, grundsätzlich finde ich den gut. Aber vielleicht ist es doch ein bisschen schwierig. Die meisten haben irgendwo eine Meinung, die mehr in die Extreme tendiert. So nach dem Motto, ja, der Wolf, juhu, er ist wieder da. Oder, oh nein, scheiße, den müssen wir gleich wieder ausrotten. Also, ne, es gibt wenig dazwischen. Und die meisten tendieren zu irgend so einer Extremrichtung. Vielleicht nicht unbedingt jetzt hier meine Zuschauer, da gibt es ja schon noch ein paar gemäßigtere Gesellen, die irgendwo in der Mitte anzuordnen sind. Aber so, wenn man sich so allgemein in der Bevölkerung umguckt, dann sind das schon oft ziemlich extreme Meinungen, entweder pro Wolf oder kontra Wolf und irgendein dazwischen. Ja, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, ne? Ja, das mit dem Wolf ist so eine Sache. Zunächst mal die Chance, dass einem mal einer begegnet, die ist unglaublich gering, so deutschlandweit. Sie ist nicht mehr so wahnsinnig krass gering, wenn man sich in einem Gebiet rumrennt, das nachweislich ein Wolfsgebiet ist. Ne? Also hier. Zwar ist das ein sehr frisches Wolfsgebiet, aber rein rechtlich gesehen ist es ein solches und theoretisch könnte er da hinten stehen. Theoretisch, ne? Also ich hocke hier im Schwarzwald, für die, die es nicht wissen, und wir haben jetzt seit ein bisschen über einem Monat vielleicht, haben wir hier auch erfolgreich eine Wolfspopulation, von der kein Mensch weiß, wie groß die jetzt ist. Ist es nur einer? Ist es schon ein Rudel? Sind es mehrere? Wir wissen es nicht. Gerade vorgestern ist bekannt geworden, dass mal wieder ein Wolf aufgetaucht ist, diesmal in die Fotofalle gerannt. Sprich, eine Kamera, die im Wald hängt mit Bewegungsmelder, wenn ein Tier vorbeiläuft, knips. Und dann hat man ein schönes Bild und da war einer. Ob das der gleiche ist wie der schon zweimal nachgewiesen wurde, ob das quasi der dritte Nachweis vom selben Wolf ist oder nicht, wissen wir nicht. Genetisches Material hat man leider nicht gefunden. Heißt, man kann nicht nachweisen, ist es derselbe wie die bisherigen Fälle, wo ein Wolf auf sich aufmerksam gemacht hat, durch Risse an Nutztieren. Ne? Beziehungsweise, wir hatten auch schon mal einen Rotwildriss, auch noch irgendwo in Baden-Württemberg. Ne, lassen wir das darauf, drum soll es ja auch gar nicht unbedingt gehen. Tatsache jedenfalls ist, wenn man sich in einem ausgewiesenen Wolfsgebiet aufhält, dann besteht, je nachdem, wie viele Wölfe es da schon gibt, also in der Lausitz beispielsweise, bestehen die Chancen, dass man da tatsächlich mal einen sieht, gar nicht mal so furchtbar winzig klein. Ne? Sie bleiben sehr klein und auch da ist es nicht wahrscheinlich und da muss man auch schon wissen, wie man die finden kann, wenn man die wirklich aktiv suchen möchte und ihnen begegnen möchte. Das gibt es ja auch. Es gibt inzwischen auch geführte Wolfstouren, wo man dann quasi mit irgendeinem Guide auf Wolfsuche gehen kann und dann eben hoffen kann, dass man vielleicht möglicherweise sogar einen zu Gesicht bekommt. Wenn nicht, hört man sie heulen. Auch im Ausland gibt es häufiger schon seit Jahren solche entsprechenden geführten Wolfstouren, wo man dann mit irgendwelchen Wolfsexperten unterwegs sein kann und dann halt eben entsprechend die Wölfe suchen zu gehen. Das ist ja auch alles eine tolle Sache, da sage ich ja gar nichts dagegen. Das erhöht halt die Chancen, einen zu sehen, ganz enorm, aber keine dieser Touren kann mit einer Wolfsgarantie werben. Also so gut ist meines Wissens noch niemand, dass man bei dem wirklich eine garantierte Wolfsbeobachtung buchen könnte, außer in irgendeinem Wolfsgehege. Es ist also nach wie vor sehr unwahrscheinlich, dass einem spontan bei irgendeinem kürzeren Waldspaziergang oder auch bei einem längeren Waldspaziergang einfach mal schnell so eben ein Wolf über den Weg läuft. Das liegt daran, dass im Regelfall so ein Wolf kein Interesse hat daran, einem über den Weg zu laufen. Ne? Und der kann einen schon auf was weiß ich wie weit wahrnehmen, insbesondere wenn man der einzige Mensch im ganzen Wald ist und kann dann einen großen Bogen um einen rummachen und man hatte nie eine Ahnung, dass da jemals ein Wolf gewesen ist. Und das wird in den allermeisten Fällen auch so sein.
Vielleicht seid ja ihr, die ihr das jetzt hört, schon an 30 Wölfen vorbeigelaufen, ohne das jemals irgendwie mitbekommen zu haben. Weil der Wolf will nicht unbedingt Bekanntschaft mit uns machen. Im Regelfall ist es ein sehr, sehr, sehr vorsichtiges Tier. Es ist auch ein sehr neugieriges Tier, insbesondere wenn es noch jung ist. Und da kommt der springende Punkt ins Spiel, weil wenn es noch jung ist und vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal oder sowas, dieses seltsame Wesen, das so ganz anders riecht als alles andere im Wald, in die Nase bekommt, ne? So ein Mensch, dann könnte es schon mal sein, und das sind auch die allermeisten aller Wolfsbegegnungen, insbesondere wenn Einzelpersonen auf Wolf trifft, dass der dann auf die Idee kommt, mal zu gucken, was ist das, das kenne ich noch nicht, oh, das gucke ich mir mal an, das ist ja ein komisches Viech, läuft auf zwei Beinen durch die Gegend und riecht komisch, oh, dann gehe ich mal wieder meine wolfigen Dinge tun. Ne? Und dann wolft der Wolf weiter und der Waldbesucher besuchert weiter und alle sind glücklich und man hatte eine schöne Wolfsbeobachtung. Läuft in 99,7% der Fälle scheinbar ungefähr immer so ab. Ne? Von den Sachen, die man jetzt so bisher gehört hat. Jetzt ist das Wölflein ja schon ein Weilchen in Deutschland unterwegs und tatsächlich ist bisher noch nichts passiert. Und das wird auch gerne von den Wolfsbefürwortern als Argument genommen, dass da auch nichts mehr passieren wird, weil er ist ja schon so lange da und noch nichts ist passiert. Gut, aber die Wolfsdichte ist auch noch nicht sehr lange sehr hoch. Streng genommen ist sie vielleicht immer noch nicht sehr hoch und der Wolf ist ja auch noch nicht flächendeckend überall in Deutschland vertreten. Es sind noch nicht alle möglichen, für den Wolf, aus Wolfssicht, möglichen Wolfslebensräume besetzt. Wenn ich hin und wieder um mich schlage, liegt das daran, dass ich Mücken fangen möchte. Wenn das mal der Fall ist, dann wird es A, zu häufigeren Wolfsbegegnungen kommen und B, steigt er natürlich, und das ist nun mal so, auch das Risiko, dass es dann irgendwann mal ein Missverständnis gibt zwischen Wolf und Mensch, das dann zu einem bedauerlichen Unfall führen könnte. Und ja, es ist dann in jedem Fall ein Unfall. Wölfe haben kein Interesse daran, uns zu futtern, es sei denn, sie befinden sich in einer Ausnahmesituation, wo sie nichts anderes zu essen kriegen. Man hat also durchaus vermutungsweise den einen oder anderen Datensatz zu Fällen, in denen Wölfe wohl in sehr harten Wintern, wo wirklich nichts anderes mehr zu haben war, auch aus Nahrungsnot Menschen angefallen haben sollen. Ja, was da jetzt nun genau dran ist, es wird jetzt bestimmt den einen oder anderen Wolfsexperten geben, der darauf hinweist, dass das alles Humbug ist und man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass wahrscheinlich niemals passiert ist, würde aber entgegen der Funktionsweise von der Natur bzw. Tieren und Ökosystemen sprechen, weil wenn die verzweifelt sind, bevor die verhungern, greift so ein Wolf alles an, was er irgendwie kriegen kann. Dann fängt er an, große Wildschweine anzugreifen, was keine gute Idee ist. Da fängt er dann auch teilweise sogar mal an, Elch anzugreifen im hohen Norden, was auch überhaupt keine gute Idee ist. Und da gibt es die blödesten Sachen, die dann so ein Wolf bei Verzweiflung eben entsprechend versucht, um dann noch an was zu essen ranzukommen. Ja, und wenn dann jetzt so ein knuspriger Mensch, der vergleichsweise viel weniger gefährlich als ein Elch aussieht, da des Weges kommt, dann wäre es schon vorstellbar, dass der Wolf in seiner Not auf die Idee kommt, den beiß ich tot. So. Das ist aber in Deutschland so gut wie ausgeschlossen, weil wir hier Wilddichten überall, selbst da, wo der Wolf schon eine Weile unterwegs ist, Wilddichten haben von jenseits von Gut und Böse. Also es ist überhaupt keine Schwierigkeit für den Wolf, sich ordentlich aus dem Wald vom Wild zu ernähren. Die Tatsache, dass er gerne mal auf das Nutztier geht, liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass die können kaum wegrennen. Ne? So ein Schaf, das ist wohl A, ganz lecker, wer gerne Lamm mag, kann es bestätigen. Und B, sind die so einfach zu kriegen, dass das halt einfach verlockend ist. Ne? Das ist All-You-Can-Eat-Sushi-Bar-Buffet und kostet nicht mal was. Also, ne? Kann man dann irgendwo so aus Wolfssicht durchaus nachvollziehen, dass man sich da gerne mal ein Schäfchen holt. Oder auch zwei. Oder drei. Alle schon da gewesen oder auch leider ganz viele, weil es dann halt zu so einem blutrauschartigen Tötungswahn kommen kann, weil die Tiere nicht wegkommen und immer wieder den Beuteschlag, den Beutegreifreflex neu auslösen, weil sie ja immer noch in der Nähe des Wolfs sind. Normalerweise holt er sich ein Tier aus einer Herde raus, alle anderen rennen weg und er frisst.
Bom, erledigt. Wenn die aber immer noch nebendran stehen und nicht weg können und machen, dann ja, das ist halt eben genau das, und dazu kommen wir jetzt in diesem Video, was man eben nicht tun sollte. Diesen hier, oh, Wolf, schnell wegrennen. Das ist nämlich genau das Falsche, weil das exakt eben diesen besagten Reflex auslöst, der sehr stark ausgeprägt ist beim Wolf, weil den braucht er, um nicht zu verhungern. Den hat er schon seit es ihn gibt, diesen sehr praktischen Beute hinterherrennen, töten, fressen. Reflex, was wegrennt, ist Futter. Das ist so die Grundprinzipien des Wolfsdaseins. Wahrscheinlich bringt das Mama-Wolf dem Jungwolf relativ schnell bei, sobald der mal aus der Höhle rauskommt. Pass auf, Junge, was wegrennt, kannst du fressen. So, und damit sind wir dann beim springenden Punkt. Was ich nämlich jetzt hier machen möchte, ist mal ein paar Szenarien durchgehen. Und zwar so ziemlich alle, die mir einfallen, die halbwegs realistisch sind, in denen wir auf einen Wolf treffen können. Und wie wir uns dann da jeweils nach so einigermaßen wildbiologischen Erkenntnissen nicht völlig falsch verhalten sollten, könnten, möglicherweise. Wichtig dabei ist, und deswegen mache ich auch das ganze Vorgeplänkel hier, dass euch klar ist, dass es da keine Standardsituation gibt. Und so ein Wolf, der ist wie ein Mensch. Das ist nicht ein standardisiertes Durchschnittswesen, das exakt bei Reiz A Reaktion B zeigt, sondern das kann je nach Individuum wirklich verschieden sein. Jetzt mögen Wölfe vielleicht von ihrem Charakter her nicht ganz so vielschichtig sein wie wir Menschen, aber nah dran. Also das sind hochintelligente Tiere mit ausgeprägtem Sozialleben und die haben einen Charakter und die werden unterschiedlich reagieren auf unterschiedliche Reaktionen. Und deswegen ist es äußerst schwierig, jetzt einen Fahrplan zu finden, wie sich Musterwolf zu verhalten hat. Beziehungsweise das kann man schon relativ gut machen, das werde ich jetzt auch tun. Aber es kann halt durchaus sein, dass ihr es halt nicht mit Musterwolf zu tun bekommt, sondern mit Individualwolf. Und der halt in irgendeiner Form irgendwas anders macht. Und jetzt kann man natürlich auch nicht sagen, was der dann anders macht, aber es wäre durchaus potenziell denkbar. Aber wir können hier nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, dass es zum Beispiel recht realistisch ist, dass ein Wolf, vor dem man wegrennt, auf die Idee kommt, oh, Futter, zum Beispiel. Ne? Oder so ein Wolf generell, der einem begegnet und einen anguckt und mal schaut, was bist denn du für einer? Zum Beispiel meistens ein relativ junger Wolf ist, weil wenn die etwas älter werden, dann haben die relativ schnell auch hier bei uns, auch wenn sie nicht bejagt werden, gelernt, dass diese Homo Sapiens-Viecher, man sich von denen eigentlich besser fernhält und die nicht unbedingt allzu viel Gutes tun. Es sei denn, besagter Wolf hat positive Assoziationen zum Menschen, das wäre dann sehr schlecht, das heißt, da wurde er gefüttert. Oder jeder, der ihm begegnet ist, hat unglaublich freundlich mit ihm gesprochen und versucht, eine Beziehung zum Wolf aufzubauen. Das kann man zwar irgendwo sogar nachvollziehen, dass das der eine oder andere vielleicht gerne möchte, ist aber a. gefährlich und b. tut es dem Tier auch nicht gut, weil sich es dann halt zu oft anderen Menschen auch nähern wird und vielleicht sogar noch in Dörfer kommt und spätestens dann, wenn das mehrfach vorgekommen ist, wird es erschossen, weil es dann ein Problemwolf ist oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja, und das ist also für keinen der Beteiligten eine gute Sache. So, und das war der Disclaimer. Wie gesagt, alles nur ganz grobe Rahmenbedingungen, ne? Und keinesfalls ein immer richtiges Verhalten, sondern wirklich nur so Richtlinien ganz grober Art, von denen man gerne unter gegebenen, sich anders gestaltenden Situationen auch abweichen darf, kann und sollte. So, dann machen wir einen Schnitt und dann legen wir los. So, die mit Abstand häufigste Wolfbegegnung zwischen Wolf und Mensch findet dann statt, wenn der Mensch im Auto hockt. Also man hat schon relativ viel beobachten können, dass Wölfe nicht wirklich den Mensch als Mensch wahrnehmen, sofern der mit dem Auto unterwegs ist. Das heißt, man kann also durchaus, wenn man zum Beispiel ganz langsam irgendwelche Feldwegelchen entlang fährt oder auf irgendwelchen Straßen mit Blick auf Felder vor Wäldern in Wolfsgebieten, also sprich der Lüneburger Heide beispielsweise oder in der Lausitz oder sonst wie, da kann man vom Auto aus relativ gut
sich Hoffnung machen, dass man mal einen Wolf zu sehen bekommt, was an dieser Situation dann ja auch harmlos ist und dann eigentlich nur eine schöne Tierbeobachtung darstellt, weil im Auto kann der einem nichts tun. Der würde nicht auf die Idee kommen, diesen Blechkäfig jetzt aus welchen Gründen auch immer anzugreifen. Das wäre völlig absurd aus Sicht eines Wolfs. Demzufolge braucht man sich da wirklich keine Sorgen machen und das ist eine ganz gute Möglichkeit. Das heißt aber auch, im Umkehrschluss, dass viele Leute denken, wenn sie einen Wolf vom Auto aus gesehen haben, von wegen, der ist scheu. Weil viele Wildtierbiologen und Wolfsexperten halt darauf hinweisen, dass der Wolf ein sehr, sehr scheues Tier ist. So, und jetzt hockst du im Auto und der Wolf rennt 3 Meter neben deinem Auto vorbei. Und dann denkst du dir, von wegen, der ist scheu. Und dann schreibst du das in irgendein Internetforum. So, und schwuppdiwupp haben wir auch schon das Gerücht, der Wolf sei überhaupt nicht scheu und würde sich den Menschen total problemlos nähern und versteckt sich einen Scheiß im Wald. Ne? Er hat in dieser Situation auch nicht die Möglichkeit gehabt, vorher einen zu riechen und wahrzunehmen, oh, da ist Mensch, da gehe ich lieber außen rum, sondern das hat er nicht mitgekriegt, weil diese Autos, das ist was Abstraktes, das nimmt er nicht als anderes Tier wahr. Was genau sich ein Wolf oder andere Wildtiere unter einem Auto exakt vorstellen, wäre mal eine interessante Untersuchung. Vielleicht gibt es da was in die Richtung, aber da stecke ich nicht so ganz in der Literatur. Ganz Ähnliches wie beim Auto gilt auch beim Pferd. Also Mensch plus Pferd. Mensch auf Pferd, so rum. Reiter werden für den Wolf auch erstmal als was ganz Abstraktes wahrgenommen. Irgendein Chimären-Doppelwesen, das irgendein Tier auf einem anderen Tier durch die Gegend reitet. Auf die Idee kommst du nicht als Wolf. Das ist irgendwie etwas abstrakt. Und demzufolge würden sie da eher davon rennen, wenn sich dieses Gebilde auf sie zunähert, auf sie zubewegt, was sie auch schon immer getan haben. Man hat ja Wolfjagden teilweise auch durchaus zu Pferde durchgeführt und da reichen auch schon einzelne Reiter, dass der Wolf abhaut. Da war niemand in Gefahr, solange man auf seinem Pferd geblieben ist. Also die Tatsache mit dem Reiten im Walde, wenn die Wölfe unterwegs sind, was ich immer mal wieder gefragt werde, das ist absoluter Käse, dass das in irgendeiner Form gefährlich wäre. Wenn man dann absteigt und sich ewig weit vom Pferd entfernt, dann ist man wieder Mensch. Dann gilt das Gleiche wie für alle anderen Menschen eben entsprechend auch. Aber solange man da auf dem Pferd unterwegs ist, Pferde viel zu stark, viel zu wehrhaft, als dass die ins Beutespektrum von Wolf in normalen Zeiten hineinfallen würden. Jetzt muss man wissen, so ein Wolf ist effizient. Der holt sich immer das zu fressen, was er am einfachsten kriegen kann, ohne dass er dann ein großes Risiko eingehen muss und so weiter und so fort. Wenn er also super einfach an ein Schaf rankommt, dann holt er sich auch gerne ein Schaf. Andernfalls holt er sich, wenn er so lange im Wald bleibt, super gerne mal ein Reh, weil von denen gibt es genug, die können sich nicht wehren, die schmecken lecker, wie jeder bestätigen kann, der schon mal eins probiert hat und generell Fleisch mag. Also warum nicht entsprechend auf Reh spezialisieren? Und die bisherigen Untersuchungen zeigen eben auch, dass deutsche Wölfe zu ca. 90% Masseprozent Reh im Magen drin haben. Ne? Also das ist das Leib- und Magengericht von einem deutschen Wolf, das liebe Reh. Bambi, ne? Wobei Bambi ein Weißwedelhirsch ist und ich Bambi nicht besonders cool finde, habe ich irgendwie noch nie gemocht. Egal. Jedenfalls, das ist der Stand der Dinge bezüglich der Ernährung auf Pferd, würden sie nicht kommen. So, das sind also die beiden Spezialfälle. Im Auto und auf dem Pferd, ne? Kann man vielleicht welche sehen, aber mehr wird da nicht passieren. So, und jetzt kurz zur Agenda. Relativ ausführlich müssen wir die Wolfbegegnung zwischen Einzelmensch und Einzelwolf durchkauen, weil das wird so die häufigste Begegnung sein, bei der es überhaupt zu irgendeinem Missverständnis kommen kann. Theoretisch wäre dann noch eine Begegnung zwischen Einzelmensch und Wolfsrudel möglich. Das wäre dann aber schon ein sehr starkes Missverständnis. So passiert ein Beispiel mal in Alaska und ich weiß wieder nicht, ob es ein Jogger oder eine Joggerin war, Studentin oder Student. Jedenfalls hatte besagte Studentin etwas Stöpsel im Ohr, wohl sehr laute Musik drauf und lief in Alaska durch die Pampa, mehr oder weniger. Jetzt nicht so weit weg von der nächsten Ortschaft, aber weit weg genug, dass man auf jeden Fall schon wieder von der Pampa sprechen kann. Alaska besteht ja ganz überwiegend, Gott sei Dank, immer noch aus vielen Pampa-Gebieten, wenn man das so nennen möchte. So, das Blöde war jetzt,
dass sich da dann ein Wolfsrudel genähert hat und hat mal geguckt, was ist das, was ist das? Das ist aber seltsam. So, und dann haben die rausgefunden, okay, das rennt vor uns weg. Mama hat gesagt, was vor mir wegrennt, das ist Futter. So, und dann rannte das weiter weg. Und dann haben die sich vielleicht angenähert, die Wölfe, und mal geguckt, was ist das, und das rannte vor ihnen weg. Und vielleicht rannte es dann sogar noch ein bisschen schneller weg. So, und dann haben sie sich weiter angenähert. Und das einzige Reaktion, die dieses Ding da gezeigt hat, ist weiter wegrennen. Ja, und dann kam es halt zu dem bedauerlichen Missverständnis, dass das komplette Rudel halt gedacht hat, okay, das muss jetzt irgendwie Beute sein. Und hat sich dann dieses Studentenwesen da einverleibt. Das ist ein relativ prominenter Fall. Das ist wohl auch nochmal ein zweites Mal in irgendeiner Form passiert. Und das sind so ganz seltene Ausnahmen aus dem nicht-europäischen Ausland, wo sowas dann schon vorgekommen ist. Es gibt noch eine Reihe von Fällen, wo der Wolf auffällig gewesen ist und Menschen angefallen hat in Indien, in so, ja, Ghettos, Slum-Bezirken mehr oder weniger, wo die Leute so halb im Wald leben. Da gibt es auch kaum anderes Wild, aber Wölfe. Und tatsächlich holen die sich da dann aus Nahrungsknappheit, also da haben wir diesen Fall mit der Verzweiflung, auch durchaus ganz gerne mal einen Mensch und leider auch durchaus ganz gerne mal einen kleinen Mensch, weil der ist nun wirklich harmlos und wehrt sich nun wirklich nicht. Also wie gesagt, die nehmen immer das, was am leichtesten zu kriegen ist, wo am wenigsten Widerstand zu erwarten ist und der Kosten-Nutzen, also Aufwand zu erlegen, Faktor am günstigsten ist. Gut, dann kommen wir also eben, nachdem wir das Thema Rudel angesprochen haben, ganz kurz, ne, kommen wir dann noch zu der Thematik Wolf plus Mensch plus Hund. Da habe ich zwar schon mal ein extra Video zu gemacht, ich möchte es aber der Vollständigkeit halber hier auch noch mal reinhauen, damit wir hier wirklich die volle Dröhnung mit allen möglichen Szenarien eben entsprechend haben, weil das ist schon noch mal was Besonderes, wenn man einen Hund dabei hat. Es kommt so gut wie gar nicht zu Wolfsbegegnungen von mehreren Menschen und einzelnem Wolf und mehreren Menschen und einem ganzen Rudel auch nicht. Das ist nahezu auszuschließen, weshalb ich das auch gar nicht groß ansprechen möchte, nur dass ihr Bescheid wisst und falls ihr da jetzt in irgendeiner Form drauf wartet, das ist einfach, das ergibt's nicht. Wenn mehrere Menschen unterwegs sind, eine richtige Gruppe, also nicht zwei. Zwei, das mag dann vielleicht noch hinkommen, aber ab drei, vier, dann ist irgendwann Schluss. Da wird sich kein Wolf und auch kein Wolfsrudel in der Nähe blicken lassen, sofern es nicht zu einem unglaublichen Ausnahmeglückssituation kommt, dass man tatsächlich aus der Ferne da irgendwie einen Blick drauf erhaschen kann, weil man zum Beispiel einen ortskundigen Führer eben entsprechend dabei hatte, der einem gesagt hat, wo genau die Wölfe zu finden sind und nähert man sich da an, dann könnte das vielleicht unter Umständen irgendwie auch mal hinhauen, aber ist alles relativ unwahrscheinlich, jedenfalls nicht unter normalen, eine Gruppe geht im Wald spazieren und der Wolf kommt vorbei, Umständen. So, und dann müssen wir noch überlegen, wie wir denn, wenn wir im Wald übernachten wollen, was für den einen oder anderen, der hier zuschaut, durchaus ein Thema ist, was wir da dann noch beachten müssen, wenn wir in einem Wolfsgebiet unterwegs sind, beziehungsweise beachten können. Wir können auch sagen, ach was, der Wolf wird mir schon nichts tun und machen einfach gar nichts in Sachen Sicherheitsvorkehrungen und wahrscheinlich werden wir es auch über einen langen, langen, langen Zeitraum ganz wunderbar überleben. Aber vielleicht mag man ja trotzdem noch mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen und ein paar Maßnahmen ergreifen, um Missverständnisse zu vermeiden. So, das war der Fahrplan und jetzt widmen wir uns unserer Einzelmensch- und Einzelwolf-Situation. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen aufgedröselt in Eskalationsstufen. Das habe ich schon mal bei der Wildsau so gemacht. Das war ganz beliebt bei euch und deswegen machen wir das jetzt wieder so. Es sind dieser sechs Stufen der Eskalation einer Begegnung zwischen Mensch und Wolf. Es gibt bis zu dem, was ich als Stufe 3 bzw. Stufe 4 ausgewiesen habe, bis zu diesem Bereich. Und zu dieser Stufe 3 und 4 gibt es tatsächlich auch hochoffizielle Empfehlungen von irgendwelchen verschiedenen Landratsämtern, von Naturschutzverbindungen, sage ich jetzt einfach mal, Naturschutzvereinen, von möglicherweise Jägern, von allen möglichen Institutionen, die in irgendeiner Form was mit dem Wolf zu tun haben. Ne? Was es nicht gibt, was man wirklich so nirgendwo
in irgendeiner seriösen Quelle nachlesen kann, ist, was man denn bitte tun soll, wenn die da beschriebenen Methoden und Maßnahmen nicht funktionieren und es aus irgendwelchen Gründen, was super, super unrealistisch ist, aber dann doch zu einer Situation kommt, in der der Wolf gegebenenfalls dann im schlimmsten Fall wirklich angreift. Ja, das steht halt nirgends, ne? Vermutlich will man da nicht zusätzlich noch Panik verbreiten und so tun, als wäre das total easy peasy, mit dem Wolf umzugehen, wenn er einem dann mal begegnet. Und das ist es wahrscheinlich auch in 99,785% aller Fälle. Vermutlich. Wir haben da einfach aber zu wenig Datenlage und es herrscht halt eine gewisse Beunruhigung in der Bevölkerung, was diese Fragen eben entsprechend angeht. So. Eskalation Stadium 0. Irgendwo im Wald ist ein Wolf und irgendwo im Wald ist ein Mensch und die haben miteinander nichts zu tun. So, das heißt, der Wolf macht seine wolfigen Aktivitäten und der Mensch macht seine menschigen Aktivitäten und alle sind glücklich. Jetzt kommt es zu Stufe 1. Wolf bemerkt Mensch und das kann potenziell ganz oft vorkommen. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Aber jedenfalls nähert er sich dann nicht, sondern geht Mensch aus dem Weg. Bleibt entweder da, wo er ist, wartet bis Mensch vorbeigelaufen ist oder geht wirklich aktiv noch ein bisschen woanders hin, dreht eine Kurve auf seiner Wanderung. Wir wissen es nicht, was da exakt genau passiert. Das kann man nur sehr schwer entsprechend untersuchen und demzufolge gibt es da keine Daten zu, wie oft das vorkommt. Aber man kann schon davon ausgehen, dass wirklich die allermeisten Begegnungen in Anführungszeichen solche einseitigen sein werden, in der der Wolf feststellt, oh, da ist Mensch, weil der riecht uns. Wölfe haben mit die beste Nase im Tierreich. Vielleicht ist es nicht die allerbeste, aber die sind ganz weit vorne dabei, was den Riechkolben angeht. Selbst gegen den Wind auf einigermaßen brauchbare Entfernungen kann der uns dann auch noch wahrnehmen, bevor wir noch im Ansatz in der Lage sind, ihn entsprechend wahrzunehmen. Außerdem rennt er auch nicht durchs Gebüsch mit Knack, Knick, Knuck, Knack, sondern versucht im Regelfall immer ein wenig leise zu sein, verwendet durchaus gerne auch eben entsprechende Wildwechsel und schleicht sich da überall so ein bisschen durch. Es gab früher, als die Wolfsforschung noch jung war, ich habe mich mit der Thematik schon sehr lange beschäftigt, die Vermutung, dass Wölfe reine Hetzjäger seien. Diese Vermutung stammt allerdings aus Gebieten, in denen sie Hetzjäger sein müssen, weil es da keine Deckung gibt. Wenn man zum Beispiel im nördlichen Grönland auf Rentierjagd geht als Wolf, wo soll man sich denn da verstecken? Bestenfalls hinter irgendeinem Stein. So hinter irgendeinem Stein rumliegen, so dämlich sind so Rentierherden auch nicht. Das funktioniert so einfach nicht. Das heißt, die müssen da hinterher rennen und müssen dann halt versuchen durch irgendwelche komplexen Manöver, dann kommt ein Teil des Rudels von da, der andere Teil kommt von da und dann treffen sie sich in der Mitte und dann haben sie eins. Ein Tier von der Herde abspalten und so weiter. Da gibt es spektakuläre Aufnahmen vom Hubschrauber, später von der Drohne aus gefilmt. Also alles ganz, ganz, ganz tippitoll. Wahnsinnig faszinierend, aber das sind halt eben Wölfe, die an ihren Lebensraum angepasst eine andere Jagdstrategie fahren als so ein Waldwolf. Ein Waldwolf macht die gleiche Jagdstrategie wie alle anderen Waldjäger auch, nämlich schleicht sich an, soweit es geht, springt dann aus dem Gebüsch, aus der Deckung raus, weil Deckung gibt es nun mal reichlich im Wald und schnappt sich dann seine Beute, verfolgt sie gegebenenfalls noch relativ kurz, über eine kurze Distanz und sollte es dann nicht klappen, dann kriegt so ein Wolf im Regelfall auch ein Reh nicht mehr nach langen, langen Verfolgungsjagden durch den ganzen Wald, Kilometer lang. Das machen sie nicht, nicht hier im Wald. Ne? Und deshalb ist auch nicht anzunehmen, dass der Wolf mit super Rambazamba, weil er muss ja sowieso nicht getarnt sein, weil er ja eh ein Hetzjäger ist, sich durch den Wald bewegt. Hat man früher tatsächlich mal geglaubt, ist aber Quatsch. So, wenn ich mich zunehmend mehr kratze, liegt das daran, dass ich zunehmend mehr von den Mücken gestochen werde. Aber gut, wir halten das jetzt aus. Also ihr, dass ich mich kratze und ich, dass es juckt. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir nämlich zu Phase 2. Wolf und Mensch begegnen sich und zwar so, dass sie sich wirklich gegenüberstehen. So, und in allermeisten Fällen wird sich der Wolf dann sofort zurückziehen und ist wieder weg. Das heißt, man kann dann sagen, ich habe mal einen Wolf gesehen. Zack und weg war er. Und damit sind wir dann, haben wir dann wahrscheinlich 99, aber das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass sowas unglaublich selten bleibt.
Wolfsbegegnungen abgedeckt. Und es gibt wirklich im Promille-Bereich dann noch Fälle, in denen es tatsächlich zu länger währenden Fällen der Wolfsbeobachtung kommt. Wenn man wirklich alle Wolfsbegegnungen mit Phase 1 beginnend zusammenrechnet, dann bleibt das so wirklich unwahrscheinlich. Ich weiß, es gibt immer mal wieder Leute, die dann in die Kommentare reinschreiben, aber in der Lausitz oder sonst wo, in bestimmten Gebieten, wo halt sehr viele Wölfe unterwegs sind, vergleichsweise sehr viele, ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass man einem Wolf begegnet. Ja, da mag das dann irgendwo im einprozentigen Bereich vielleicht liegen, dass man tatsächlich mal einen zu Gesicht bekommt. Aber auch das ist ja dann immer noch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und gerade da, wo viele Wölfe sind, sind sie ja schon lange und haben sich dann vielleicht auch noch eher daran gewöhnt, dass sie uns eher aus dem Weg gehen, weil sie ja auch da, wo sie schon länger sind, auch schon länger von uns auch teilweise ein bisschen genervt werden, sage ich jetzt mal vorsichtig. Andererseits wäre in solchen Gebieten links auch damit zu rechnen, dass es den einen oder anderen leider mal angefütterten Wolf geben könnte, aber dazu kommen wir dann später noch. Ja. Phase 2 vorbei. Wir begegnen einem Wolf, Wolf sieht uns, wir sehen Wolf, Wolf stellt fest, ist mir nicht geheuer, ich hau mal lieber ab. Hab den tatsächlich jetzt nicht kommen sehen, kommen hören, kommen riechen, den Herrn Mensch, der da jetzt plötzlich vor mir steht. Oder der Wolf rennt plötzlich in irgendein Lager von uns rein, weil der Wind wirklich total aus der anderen Richtung kommt, also mit dem Wolf quasi, und hat uns wirklich nicht gerochen und ist dann plötzlich da und hört uns dann erst, beziehungsweise sieht uns dann erst, bevor er uns riechen kann. Und in solchen Situationen ist das dann wirklich zu vermuten, dass er dann überrascht ist und sich dann wahrscheinlich relativ schnell davon machen wird. Es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass er dann davon rennt, wie ein Gestörter, so, oh mein Gott, ein Mensch, schnell weg, sondern durchaus auch realistisch, dass er sich eher gemütlich zurückzieht. Für die meisten Wölfe sind wir halt einfach ein anderes Tier, das im Wald halt auch noch unterwegs ist. Bei Waldbegegnungen natürlich. Aber wir reden jetzt nicht von Stadtwölfen oder Wölfen, die in die Stadt kommen oder sonst irgendwie verhaltensauffällige Wölfe. Das ist alles nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, wie so ein Pferd zum Beispiel, das plötzlich im Wald steht. Da kann der auch nichts mit anfangen. Das ist nicht Beute, das ist einfach ein zusätzliches anderes Tier, was da halt auch da ist. Oder, keine Ahnung, die Eule im Baum. Der Wolf nimmt auch eine Eule im Baum wahr, aber die interessiert ihn nicht, weil die kann er nicht fressen, die kriegt er nicht. Die Eule kann den Wolf nicht fressen und dann geht man halt seiner Wege und hat halt nichts miteinander zu tun. Auch wenn man kurz zur Kenntnis nimmt, dass da noch ein anderes Tier im Wald eben entsprechend unterwegs ist. Und so wird die Einstellung der meisten Wölfe auch zu uns vermutlich sein. Das kann man einfach nicht groß anders annehmen. Ja, und damit habe ich noch eine Mücke getötet und wir kommen zum dritten Teil, dritter Eskalationsstufe, und jetzt beginnt es interessant zu werden, nämlich der Wolf ist neugierig und interessiert sich für uns. Das heißt, er zieht sich nicht sofort zurück, sondern er guckt erstmal, was bist denn du für jemand? So, beobachtet uns. Macht sich nicht auf und davon, sondern wir haben jetzt Zeit zu interagieren mit dem Wolf. So,